Okay, ja, das macht immer wieder Spaß. Also so ab und zu finde ich so dieses Format echt genial. So, C-Dur, was haben wir denn? Spielen wir eine normale Partie? Nee, C-Dur hat umgedreht. Ja, C-Dur, Klassiker. Spiel natürlich, ich kenne das schon bei C-Dur. Bei C-Dur muss man erstmal checken. Hat er jetzt normale Stellung gemacht oder nicht? Es sieht normal aus, aber die Bauern ziehen in diese Richtung. Und seine Bauern ziehen in diese Richtung. Das haben wir tatsächlich auch einmal schon gespielt gegeneinander. War eine sehr wilde Partie. Von daher, ja komm, hau rein, Cedo. Auf geht's. Ich konnte sie damals gewinnen, aber es war sehr, sehr, sehr knapp. Wichtig ist auf jeden Fall, dass man nicht direkt matt gesetzt wird. Hier nämlich mit dem Springer. Das kann nämlich hier sehr leicht passieren, dass man in ein ersticktes Matt gerät. Guten Abend, Alara Knight. Grüß dich. Kannst auch gerne eine Herausforderung schicken, wenn du Lust hast. Du bist ja auch Mitglied. Cedo, was ist los? Bist du da oder was? Ach, ich bin weiß. Ach so. Daran liegt's. Ich bin weiß. Okay, sorry. Oh, sorry, sorry, sorry. Okay. Ja, habe ich nicht verstanden. Ja, okay. Das war natürlich jetzt. Ja, mein Fehler. Mein Fehler. So, erste Dame ist da. Erste Dame ist da. Er will jetzt erstmal matt setzen. Ich kenne ja Cedo. Er will mich erstmal matt setzen. Bringen wir mal den Läufer raus. Ja, komm, man muss einfach, glaube ich, massenweise umwandeln. Das muss doch hier irgendwie helfen, wenn man ordentlich die Damen ranbringt hier. Mein Gott, was für ein verrücktes Format. So, jetzt spiele ich auch mal den. Vielleicht kann ich hier ein bisschen rumstenkern. Oh, ich glaube, ich stenker schon, oder? Ein bisschen stenker ich. Er muss, glaube ich, den hier spielen. Er muss den hier spielen. Weil wenn er den spielt, dann kann ich den einfach rasieren. Und dann ist matt. Hier droht matt mit dem Springer. Er hat den gemacht. Hat er das übersehen? Warum hat er es denn? Warum hat er nicht sofort? Das habe ich jetzt nicht verstanden, warum er nicht sofort umgewandelt hat. Vielleicht wollte er das hier verhindern. Okay, tausche ich? Nee, dann helfe ich ihm nur, oder? Okay, meine Dame ist angegriffen. Ich habe eine Figur gewonnen, aber das ist jetzt auch nicht so viel wert. Ziehe ich einfach mal die Dame weg? Ist auch irgendwie ein bisschen lahm, muss man sagen. Oder ich mache hier so ein bisschen Abtausch, Schach, und dann spiele ich den. Vielleicht gar nicht so dumm. Vielleicht gar nicht so dumm. So, ein bisschen was runtergenommen. Ich habe eine Figur mehr. Abtausch hilft, wenn man eine Figur mehr hat. Dieser Modus ist, Mozzie Jane, ist einfach ein paar Stellung ausgewählt. Und. Aber er hat jetzt mehr aktive Damen im Spiel. Das ist ein bisschen das Problem, oder? Und dann wird das gespielt. Schlägt er jetzt gleich hier? Ich habe so ein bisschen Angst, dass er reinhaut. Wahrscheinlich zu Recht, aber ich kann das auch gar nicht verhindern. Ich bin in diesem Spiel auch sehr langsam. Muss man leider feststellen. Ja gut, ich kann den Springer entwickeln. Machen wir das mal. Entwickeln wir mal den Springer. Wenn er jetzt hier reinhaut, dann hole ich mir eine neue Dame und verteidige das. Aber es ist eigentlich gar nicht so ein schlechter Deal, weil Dame gegen Bauer klingt erstmal schlecht, aber der Bauer ist ja ein Zug vor der Umwandlung. Das bedeutet, eigentlich ist das ein gleichwertiger Tausch, mehr oder weniger. Muss man auch so sehen, ne? Von daher, es wäre auch gar nicht so dumm, vielleicht den Läufer gegen diesen Bauern zu tauschen. Okay, jetzt spiele ich aber, glaube ich, erstmal diesen Zug hier. Spieße die beiden Damen auf. Wie nennt man dieses umgekehrte Bauernformat? Upside Down, scheinbar. Upside Down Schach.
So, Turm ins Spiel gebracht. Außerdem kann ich hier auch eine neue Dame holen. Letztendlich geht es irgendwie darum, die Balance zu finden, neue Damen zu holen und gleichzeitig Figuren ins Spiel zu bringen, auf sinnvolle Art und Weise. Sehr verrücktes Schach auf jeden Fall. Ja, man muss das dafür extra aufbauen auf Lichess. Also es gibt das nicht als Schachvariante bereits. So, was hat? Ich bin nicht dran, okay. Ist sehr verwirrend, dass ich quasi auf der anderen Seite bin. Wisst ihr? Ich denke immer, ich bin unten, aber ich bin oben. Eigentlich muss ich das Brett drehen. Kann ich das Brett drehen? Ja. Ja, ich glaube, das fällt mir leichter. Ich drehe einfach mal das Brett. Okay. So, jetzt hängt der. Ich hole mir hier eine neue Dame. Ja, bin damit eigentlich ganz zufrieden. So, jetzt kann ich mit der Dame, mit dem Bauern schlagen und hole mir wieder eine neue Dame. Jetzt tauscht er hier. Okay, ich habe schon deutlich mehr umgewandelt als er. Aber eigentlich ist das gar nicht mal so gut, oder? Ich habe drei Damen, er hat eine und er hat. Obwohl, wir sind ungefähr gleich. So, ich bringe jetzt erstmal die Dame raus. Fessel auch diesen Bauern, damit er sich hier keine Dame holen kann. Er gibt einen Schach. Okay, König D1 sieht relativ safe aus, aber dann ziehe ich wieder vor dem Bauern. Oh, ich habe kaum Zeit. Na gut. Ich kann aber auch nicht die ganze Zeit verhindern, dass er umwandelt. Aber mal sehen. Springer G5 als nächstes oder Springer B4, whatever. Dieser Zug ist wahrscheinlich nicht schlecht jetzt. Ja, ich kann die Dame ins Spiel bringen. Ich glaube, ich stehe ganz gut. Ich glaube, ich stehe ganz gut. 30 Sekunden, muss ein bisschen aufpassen mit der Zeit. Bisschen aufpassen mit der Zeit hier. Ja, den macht er auch. Jetzt Dame F3 erstmal hier. Kann man rochieren in diesem Spiel? Nicht, dass er jetzt hier rochiert. Das wäre jetzt extrem. Kann er rochieren? Nee, oder? Oder doch. Doch, wahrscheinlich schon. Er hat nicht rochiert. Okay. Ich greife mal die Dame hier an, bringe den Turm ins Spiel und öffne hier das Feld. Ah, die Dame kann ich auch mal ins Spiel bringen. Greift auch direkt den Turm an, da in der Ecke. Aber er holt sich wahrscheinlich sowieso gleich eine neue Dame hier. Aber dann habe ich dieses Schachgebot auch eventuell. Mal sehen, was er spielt. So, ja, ich glaube, ich hole mir hier eine neue Dame. Aber jetzt, wenn er den macht, dann habe ich den. Das ist Game Over. Das ist Game Over. Das war's. So gut wie. Also er muss jetzt den spielen und jetzt kommt der lange Zug aus der ganz anderen Ecke. Kommt er, ja, jetzt muss er hier dazwischen ziehen, aber das wird er jetzt nicht überleben. Das war's doch, mein lieber Freund. Ich tausche jetzt hier ab. Kann ich es noch kraftvoller spielen? Turm, ja, aber er schlägt mit Schach leider. Also ich tausche ab. Ja, und jetzt, ja, die Feuerkraft, das hält er niemals aus. Das hält er doch nicht aus hier. Es ist zu viel Feuerkraft jetzt. Zu viel, er muss wieder in die Ecke. Und dann spiele ich die Dame einfach mal hier rüber. Und jetzt droht bereits matt, weil der Bauer gefesselt ist. Das kann er, glaube ich, auch kaum verteidigen. Ja, gut, das ist matt. Okay, ja, das macht immer wieder Spaß. Also ab und zu finde ich so dieses Format echt genial. Also es ist so komplett verrückt, so viele Damen auf dem Brett. Es ist schon cool. Also ab und zu macht das Spaß. Ja, warum hast du nicht rochiert, C-Dur? Du hättest rochieren können, oder? Sogar hier noch. Nee, hier ist keine gute Idee wahrscheinlich. Aber hier vielleicht mal. Obwohl, es sieht auch sehr riskant aus. Ist der König auch so offen? Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn dem so ist, lasst gerne einen Daumen hoch da, abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke. Dann seid ihr hier immer up to date. Darüber hinaus, wenn ihr mich gerne unterstützen möchtet, schaut euch einmal die YouTube-Mitgliedschaft an. Alle Infos, alle Vorteile davon findet ihr, wenn ihr auf den Button klickt. Bis zum nächsten Mal.